Die IVF-Behandlung wird auch Reagenzglasbefruchtung genannt. Entwickelt wurde die IVF-Behandlung für einen ganz wichtigen Grund der Kinderlosigkeit, den sogenannten Eileiterverschluss. Dazu muss man nochmal bedenken, dass die Eizelle im Eierstock heranreift, dort springt und dann über die Eileiter, davon hat man zwei, also auf der einen oder auf der anderen Seite, durch den Eileiter Richtung Gebärmutter wandert. Im Eileiter selbst findet auch die Befruchtung durch die Samenzellen statt. Eileiter können verschlossen sein, das heißt, sie sind mechanisch gar nicht mehr für die Eizelle durchgängig, zum Beispiel im Gefolge von Entzündungen. Und dann löst die IVF-Behandlung dieses Problem ganz mechanistisch. Die Eizellen werden direkt aus dem Eierstock entnommen, werden mit den Samenzellen im Reagenzglas befruchtet und eben nicht mehr im Eileiter. Und der so entstandene Embryo wird dann über die Scheide und den Gebärmutterhalskanal, sozusagen von unten kommend, in die Gebärmutter übertragen. Die Eileiter werden also so umgangen. Indikation hier, der Eileiterverschluss. Es gibt aber eine weitere Indikation und die ist die Eileiterschädigung. Es gibt Erkrankungen wie zum Beispiel die sogenannte Endometriose. Wenn die höhergradig vorliegt, weiß man, dass Schwangerschaften deutlich seltener eintreten, was sich wahrscheinlich darin erklärt, dass Eileiter unter Umständen zwar mechanisch noch durchgängig sind, aber eben nicht mehr richtig funktionieren. Und wenn ich funktionieren sage, damit meine ich, dass zum Beispiel Eileiter die Eizelle transportieren müssen in die eine Richtung, vom Eierstock Richtung Gebärmutter. Das macht der Eileiter durch sogenannte Flimmerhärchen, das sind mikroskopisch kleine Härchen, die alle immer in eine Richtung schlagen und die dann die gesprungene Eizelle über mehrere Tage durch den Eileiter in die Gebärmutter transportieren. Das heißt, eine höhergradige Endometriose ist nach Auffassung von verschiedenen Leitlinien bereits auch eine Indikation für das IVF-Verfahren. Ein dritter ganz wichtiger Grund für die Anwendung des IVF-Verfahrens ist die sogenannte idiopathische Infertilität. Das bedeutet, das ist eine Infertilität, bei der die Ärzte nicht wissen, warum ein Paar nicht schwanger wird. Es sind also Eizellen vorhanden, es ist der Eisprung regelrecht und regelmäßig, es sind Samenzellen vorhanden, die Gebärmutter ist schön und vor allem die Eileiter sind durchgängig. Wenn so ein Paar eine lange Zeit nicht schwanger wird und alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, dann kommt auch die IVF-Behandlung zur Anwendung. Hier ist das Schöne, ich sage immer, wir öffnen eine Blackbox. Das heißt, all die Prozesse ab Eisprung, ist eine Eizelle vorhanden, ist sie vital, ist sie reif, interagiert sie mit der Samenzelle, sind damit für uns zugänglich geworden. Wir können das beobachten. Manchmal stellt man dann fest, dass zum Beispiel zwar mehrere Eizellen gewonnen werden können, die im Reagenzglas mit den Samenzellen gemeinsam aber nicht interagieren. Also die Samenzellen können nicht richtig andocken und die Befruchtung auslösen. Das heißt, einerseits gewinnt man durch die IVF-Behandlung häufig Wissenszugewinn und entwickelt ein tieferes Verständnis, warum in dem Fall möglicherweise bis in die Schwangerschaft nicht eingetreten ist. Und oder man hilft, dass man die Befruchtung sicherstellt. Wichtig ist aber auch, dass die IVF-Behandlung ein relativ hochrangiges Verfahren ist. Das heißt, sie ist aufwendig von Behandlungsabfolge, von den Kosten, die entstehen von der Belastung, die auch bei der Patientin entsteht. Und deswegen sollte gerade bei den idiopathischen Fällen erst alles ausgeschöpft sein, wie man einfacher, natürlicher, risikoärmer, schonender und auch kostengünstiger zu einer Schwangerschaft kommt. Für die IVF-Behandlung gilt im Kontext des gesamten Leitsatzes unseres Teams immer nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich, um zur erwünschten Schwangerschaft zu verhelfen. Wenn ihr noch weitere Fragen zum Thema Kinderwunsch habt, dann schaut euch gerne unsere anderen Videos an und abonniert kostenlos unseren Kanal.